Nee, falsche Szene. Verdammt. Da wollte ich hin. Warum macht der den Übergang nicht mehr? Ja, sehr alte Clips. Sehr alte Clips sogar. Schnittsdinger. Warum macht er die Überblende nicht mehr? Warte mal. Blauer Junge, mein Lieber. Vielen lieben Dank für dein Follow, mein Lieber. Alles klar. Oh. Jeder Moment ein Highlight, das mitreißt. Zockies, yeah, wir lassen nicht zurück. Die Crew ist stark, zusammen rocken wir Stück für Stück. Yeah, 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 yeah. Zockies, die Gang ist am Start. Yeah, 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 yeah. Mit Spaß und Skills zocken wir hart. Yo. Yo, Markus, mein Lieber, vielen lieben Dank. Küsschen. Und blauer Junge, vielen lieben Dank für den ersten Monat. Alle gut, Leute, alle gut. Markus, vielen Dank für 30 Monate. Küsschen aufs Nüsschen, Digi. Und auch weitere 30 Monate, hoffe ich. Ja. Ah! Mann, 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 Mann. So, was wollen wir heute machen? Ja. Linchen, auch danke an dich für dein Follow. Vielen lieben Dank. Ja. So. Plan heute. Ich habe vorhin 3 Spiele geschenkt bekommen vom guten vom Qception. AKA Kale, der auch unten im Titel verlinkt ist. Eins davon war Pool Cleaning Simulator. Hat er mir vorhin geschenkt. Für 12 Vanku. Ich liebe ja so eine kleine Indie-Spiele. Ja, also, wir gucken uns das mal an. Ich werde das jetzt gleich mal durchstarten. Dann gucken wir uns das mal an. Hier ist auch jemand sogar live auf Steam. Aber ja, wir schauen einfach mal. Ich starte jetzt einfach mal durch. Wir müssen wahrscheinlich noch ein paar Settings und so machen. Ja. Ah, ich wundere, warum ich Cappy auf habe, weil ich habe noch keine Haare geschnitten. Darum habe ich heute Cappy auf. Ich habe ja wohler Fühle. Änderungsprotokoll. Liebe Spieler, wir freuen uns, die Vollversion des Pool Cleaning Simulators präsentieren zu können. Ihre Unterstützung während der Early Access Phase war von unterschätzbarem Wert. Achso, ja. Nö, da habe ich ja nicht mitgemacht. Ich habe es heute schon. Es kommt etwas Neues. Okay. Das ist mir egal. Einstellung. Das ändern wir auf jeden Fall. Vollbild im Fenstermodus. Bewegungsunschärfe aus. Blut zensiert. Ein. Moin Liedchen. So. Gucken wir mal. Mehr konnten wir nicht einstellen, ne? Audio. Was nehmen wir da? Nehmen wir eine eigene Musik? Aber dann nehmen wir mal die schöne Japanese Trap Musik. Wasserqualität hoch. Übliche Auswirkungen auf die Leistung. Leistung haben wir. Also mir keiner. Qualität. Okay, haben wir. So, zurück. Spielen. Neues Spiel. Company Name. Tokis GmbH. Und Co. KG. Schauen wir mal. Installieren. Um den Filter zu installieren, müssen Sie ihn in Hand haben. Okay, es beginnt schon. Okay, das Einzige, was ihr jetzt nicht seht, auf der Seite hier unten ist so ein kleines Symbol, das mir sagt, dass ich da Tab drücken soll. Drücken Sie Tab, um das Tablet zu öffnen und E-Mails zu lesen. Ja, machen wir mal. E-Mail. Pooltypen. Pooltyp. Ihr Leitfaden zum Spiel. Es lohnt sich, auf seine Ratschläge zu hören und alle seine E-Mails zu lesen. Ich lese ungern. Jo. Hallo. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ich werde Ihr Führer in diese wunderbare Welt der Poolreinigung sein. What? Was ist passiert? Was verpasst gerade? Ach, gerade irgendwas? Und ein Sound oder so? Leute, ihr fickt mich gerade. Was? Ach so! Lol! Ja, ich habe mich gerade gewundert, hä? Das war nur so ein kurzer Sound, das hat mich gerade... So, was war das? Vielen lieben Dank für den verschenkten Sub, mein Lieber. An Moni hat ihn bekommen sogar. Die Moni. Hat sie richtig getroffen. Ja, aber das war so kurz, der Alert. Das hat mich gerade extrem gewundert.
Warum war der so kurz? Sag jetzt nicht, Stream Elements kackt hier schon wieder ab. Na, dann haben wir es auch kurz mal hier. Oh. Okay, die funktionieren auf jeden Fall. Okay, Stream Elements kackt ab. Deswegen war der vielleicht so kurz gerade. Also, Problem liegt nicht an mir. Das liegt an Stream Elements. Die Seite braucht extrem lange zum Laden. Dann kann natürlich sein, dass die gerade ein bisschen Serverprobleme haben. Das war Standard. Na, eigentlich ist bei mir ist gar nichts mehr Standard, was Sounds anbelangt. Ah, darum habe ich mich gerade ein bisschen gewundert, warum das so war, wie es war. Ah, beim verschenkter Sub sollte eigentlich anders klingen. Darum. Das wundert mich gerade. Zutiefst sogar. Ah. Dynasty, danke auch an dich für dein Follow. Herzlich willkommen. Dashboard. Guck ich jetzt einfach mal kurz rein hier. Das kann ja nicht sein. Du schenkst hier einen Sub und dann spinnt das hier alles rum. Ich behalte das mal im Auge auf jeden Fall. So, dann mal schauen. So, wo waren wir stehen geblieben? Wir warten auf viele spannende Bestellungen und Schwimmbäder von verschiedenen Kunden und diese können sehr spezifisch sein. Wir sind ihrem Hauptsitz ansässig. Du hast es vom alten McDuck geerbt, deinem Onkel aus Amerika, der angeblich verschwunden ist und niemand weiß, wo er jetzt ist. Okay, hier fahre die Aufrüstung, kaufe ein und erledige Besorgungen. Okay. Schau dich um. BASD. Aufgabe erledigt. Okay, Standard halt, ne? So. Okay, um die Tür zu öffnen. Voll in die Fresse. Also, mein längster Sub ist jetzt... Oh, Lindy! Heidewitzka, er haut da einfach 500 Bits raus. Erstmal, Markus, danke an dich für deine 11 Bits vorhin. Und Küsschen auf Nüssi, Lindy, für deine 500, Alter. Decker, übertreib jetzt nicht. Ja. Genau, mein längster Sub war jetzt, hat jetzt letztens, glaube ich, eine 5 Jahre voll gemacht. Wenn ich mich recht erinnere. Warte mal. Kommandant hat jetzt 60 Monate voll gemacht. Und ich glaube, Kaden hatte 72 Monate voll gemacht. Also wirklich, das ist echt heftig. Ja. Wie geht's dir, Lindy? Alles klar bei dir. Heben Sie den Müll auf. Und werfen Sie Ihren Mülleimer außerhalb. Ich weiß nicht, ob das Müll ist. Klingt auf jeden Fall so. Der Sound, ey. Und wenn er den Müll frisst. Ey, komm. Aufgabe erledigt. Heben Sie den Müll auf und werfen Sie ihn dann in den Mülleimer außerhalb der Werkstatt. Komme ich da raus? Komme ich hier raus, Brudi? Gate Drop. Öffnen den Store-App auf deinem Tablet. Geschäft. Hochdruckreiniger besorgen. Aufgabe erledigt. Kaufen Sie einen Hochdruckreiniger. Hammer. So. Reinigen Sie den ersten Fleck auf dem Boden. Reinigen Sie den zweiten Fleck auf dem Boden und verwenden Sie den Zielmodus. Ah. Tada. Ich bin müde, weißt du? Ich bin fit. Kann mich beschweren. Reinigen den dritten Fleck auf dem Boden und nutzen Sie Ihren Sinn. Ach du Scheiße. Okay, haben wir. Nö, ich bin ganz fit. Aber so meine dritte Dose Cola Cherry hier. Die Jungs sind da alle oben fleißig. Ich glaube, Thema hat immer noch am Essen ist. Öffnen Sie Anwendung Guide. Machen Sie ein Tablet vertraut. E-Mail. Geschäft. Der Freund vom Pool Guy, der den Laden leitet, hat sich nicht namentlich vorgestellt. Also nennen wir ihn einfach den Laden. Bei dem können Sie viele Werkzeuge, Chemiker und Upgrades kaufen. Tutorial 2. Nicht schlecht. Sie haben Ihre erste Aufgabe erledigt. Sie haben die erste Reparationsstufe erreicht. Mein Freund betreibt einen Laden. Ich habe ihm gute Worte über dich zugeflüstert. Gute Worte. Er wollte Ihnen eine E-Mail schreiben. Mhm. Wow, sauber ist es jetzt. Okay, letztes Mal, Sie beginnen, sagen, möchte ich ein Tablet. Nutzen Sie wieder ab. Okay. Hallo, ich sehe, wir haben einen gemeinsamen Freund. Hören Sie zu. Ich habe für Sie hier ein kleines Starterpaket zum Aktionspreis vorbereitet. Mein Sortiment ist das Beste vom Besten. Sie werden nicht alles auf einmal kaufen können. Achten Sie also auf Ihren Ruf. Für jedes Level können Sie neue Ausrüstung kaufen. Pass auf dich auf und viel Glück. Alles klar.
Auch mal Glück. Leckt der Stream oder läuft der flüssig, Leute? Wir sind im ersten Tablet vertraut. Öffnen Sie Guide. Ah. Schrubben. Alles super, der Stream. Okay. Sehr gut. Ich verstehe. Zielmodus. Bescheid nehmen Sie an, dass Sie im Spiel schnell auswählen können, ob Sie ein Werkzeug verwenden möchten. Okay. Einträge der Anwendung Guide lesen. 1 links. Nutzen Sie den grünen Knopf, um Geld zu verdienen. Haben wir doch, oder? Lesen. Reinigungsmittel. Modifikation. Wasser nachfüllen. Tank unter dem Wasserbehälter. Anschluss an den Hochtreibungsreiniger. Okay. Nur E-Mails. Okay, gucken wir mal nach E-Mails. Tommy Quaker. Ich liebe Gummienten. Ansonsten ist es ein normaler Typ, aber wer weiß, welcher Geheimnis Tommy verbirgt. Ja, er liebt Gummienten, Alter. Entweder ist er P-Punkt-Punkt oder einfach geistig gestört. Keine Ahnung. So, Kundenzufriedenheit. Ist jetzt noch nicht. Belohnung für nächste Stufe. Teil 1. So, ich würde gerne dienstleistung zu Ihren Unternehmensfragen. Der Frühling steht vor der Tür und mein Pool ist vom Winter noch ungereinigt. Ich benötige eine vollständige Eigenentfernung und ein Wasserdesinfektion mit Chlor. Die Chlortabletten, der Schwimm- und der Wasserkondensator befinden sich in meinem Schuppen neben dem Pool. Oh, und wenn Sie etwas Freizeit haben, möchte ich, dass Sie noch eine Kleinigkeit tun. Wissen Sie, ich bin ein großer Fan von Badeenten. Leider haben meine Kinder einige der besten Badeenten aus meiner Sammlung verloren. Wenn Sie welche im Garten sehen, legen Sie sie einfach in Ihren Warenkorb und ich gebe Ihnen ein kleines Extra, wenn Sie alle finden. Freundlich grüßen, Tommy Quaker. Empfohlen, Hochdruckreiniger, Behälter mit Chlor hat er da. Kann ich hier nicht Play drücken? So. Task Tracker. Ach da. So, die Tage haben wir es einfach noch eben zu lesen. Haben wir. So. Jetzt wirst du Pool. Ja, jetzt wird Poolreiniger. Moin. Angie. So. Nur eine Aufgabe, andere Crash-Task zu wenden. Beginnen Sie mit der Verfolgung einer anderen Aufgabe aus einer anderen Questreihe in der Task-Tracker-Anwendung. Gehen Sie auf andere Aufgabe und verwenden Sie dann die Schaltfläche in der rechten unteren Ecke. So, gucken wir mal. Geschäft. Da haben wir nicht mehr. Beginnen Sie mit der Verfolgung einer anderen Aufgabe und Questreihe verfolgen. Packen Sie den Hochdruckreiniger in den Transporter. Packen Sie den Hochdruckreiniger in den Van. Jeder Gegenstand in den bestimmten Platz der Basis. So. Wenn Sie den Wassertank und füllen Sie ihn. Aufgabe erledigt. Neue Artikel verfügbar. Kaufen Sie einen Schwamm. Schwämme gibt es hier nur für Profis. So. Nur ein richtiger Profi kann einen Schwamm benutzen. Nicht jeder Mann hat einen Schwamm verdient. Packen Sie den Schwamm in den Van. Motherfucker. So, kaufen Sie Chlortabletten. Hat der nicht Chlortabletten gehabt? Hat das nicht gesagt? Wenn du einen Schwamm benutzen kannst, kannst du auch Chlortabletten besitzen. Erst dann wirst du einen richtigen Poolreiniger. So, packen Sie Chlortabletten in den Transporter. Vorher war es ein Van, jetzt heißt es wieder Transporter. Komisch, oder? Ich möchte nicht sagen, aber... Okay. Hello, my company. My company, reputation, 60 von 100, Auszeichnung. Neuer Gegenstand, Katzenfutter, Hundefutter, Standard. Nein! Halt die Fresse! Alter. Was war das? Schweine. Ist gerade irgendeiner ins Discord gekommen, Alter. Ach, Markus mit 21 Bits. What? Öffnen Sie Mail und beginnen Sie mit erster Aufgabe. So. E-Mail. Tommy. Play. Na dann, suchen wir mal seine Entchen. Schauen wir mal. Lernen Sie den Pool. Hier durchs Haus durch? Nee. So, zeig mal den Pool hier. So. Dann lernen wir. Wir sind nur bei dem Fernseher verbleibend 100. Na, nimmt den Rest nicht? Oh Gott, das war doch... Hä? Verstehe ich jetzt nicht.
wird in den Korb legen draußen. Da ist noch, ich habe einen hier gesehen. Der Sound, Alter. Kann nicht mehr. So, wie lasse ich das Wasser jetzt wieder ab? Verdammte Scheiße. So. Der sieht nicht schön aus, ne? Wie lasse ich den jetzt nochmal ab? So, der ist jetzt wieder voll. Da müsste er gleich mit irgendeinem Zeichen gehen, dass er voll ist. Creature Engine. So. Wie ist denn die Wasser in dem Pool? Dann müsste er jetzt abgelassen werden, oder? Ja, jetzt lässt er ab. Aber jetzt kann ich auch anfangen zu reinigen. So. Einfach noch ein Quietschhändchen. Hey, der bestimmt hier irgendwo eins versteckt. Ja. So. Wir fangen an mit der Hochdruckknarre. Naja, der Hebel, aber ich musste erstmal voll laufen lassen, damit ich ihn dann wieder sauber kann. Wir machen erstmal ganz schön, würde ich sagen. So. So eine Jobs müssen wir auch in GTA einbauen, aber. Sag's euch. Genau so spielt's. Mal grob gereinigt hier. Ja, erstmal grob alles sauber. Dann gehen wir mit unserem Adlerauge nochmal rüber und gucken uns das an. Wie gründlich wir gearbeitet haben. Ich sehe aber noch ein bisschen grüne Stellen. Seht ihr, das meine ich, oben hier schön die Kante sauber machen. Oh, die ist sauber. 4% noch. Da ist noch jede Menge. Ja, das war noch mindestens 2% jetzt hier. Boden ist leer. Boden ist sauber. Chemikalien schön mit 4 Tabletten. So, den haben wir schon mal sauber. Sehr schön. So. Dann legen wir den jetzt erstmal wieder hin. Dann holen wir den Schwimmer, würde ich sagen. Den werden wir wahrscheinlich im Van fertig machen müssen. So. Eins, zwei, drei, vier. So. So. Sabino, danke für den Follow. Herzlich willkommen. Dann lass nochmal Wasser rein. Moin. Oh, guck mal da. Da haben wir ein Entchen. Da haben wir noch eins gefunden. 6 verbleiben noch. Hat ja noch welche. Da oben. Lol. Alles klar bei dir, mein Lieber. So. 5 noch. Scheiße, mal sehen. Was soll ich machen? Da ist einer. 3 noch. Da ist einer. Adlerauge geht nix. Wo sind die letzten beiden? Ich gehe einfach auf die Terrasse. Wahrscheinlich irgendwo in dem Grünen. Okay. Gut, man kann auch mit den RC-Autos fahren. Alles klar. Wissen wir Bescheid. Hm. 2 Keychain fehlen. Bluetooth ist auch nichts. Hier ist auch nichts. Adlerauge bringt da auch nichts. Ach da. 1 noch. Eine Keychain-Ente. Eine Ente noch, Leute. Eine Ente. Wo ist die Ente? Ah. Dachte ich mir schon. Irgendwo nah dabei. Echt gehabt. Ne, ich gehe zu ihm, um die Mission abzuschließen. Möglichkeiten aus dem Schwimmbad. So. Weitermachen. Aber. Nadelhäuser ist wirklich so. Moin Moni, grüß dich, mein Lieber. Alles gut bei dir. So. Jetzt sind wir wieder da. Tap. Geschäft. Oh. Kerscher, Chlorpapiermeter, Schrammeter, Thermometer. Okay. Wir kaufen nichts, was wir jetzt noch nicht brauchen können. Ja, bei mir ist alles gut. Ja. Teil 1, Teil 2. Ich bin jetzt kurz in Anspruch genommen und bin sehr zufrieden. Hören Sie das schon eine Weile her und ich brauche Weiterhilfe. Ich habe aus Versehen so viele neue Badeenden bestellt.
geworfen, weil ich wieder schmutzig wurde. Könnt ihr mir helfen, was für ein Ente reinzureiben? Schraubendreher, Filter. Eimer, können wir, da brauche ich ja alles bei dem. Gucken wir erstmal Adam an hier. Du bist der Manager, der ist in ein paar Aktivität. Gucken, was der so hat. pH minus, Chlorflasche. Guck mal, da ist ein schön großen Pool, da haben wir richtig zu tun. Kerscher, Filter, Thermometer, Chlor, pH plus, pH minus, Chlorflasche. Scheiße, wir haben nichts gekauft, ne? Nicht auf Play drücken sollten. Scheiße, komm ich zurück. Angie, vielen lieben Dank für die 100 Bits. Dankeschön. Wie komme ich zurück? Ich kann das doch gar nicht machen mit mir. Genau hier. Warte, ich die Einstellung mit meinem. Werde ein Technik aufhören. Komm ich zurück. Bin zurück. Zurück hier. Komm ich zurück. Bin nach Hause. Komm ich zurück. Wer kann ich kaufen? Ich bin hier. Das Problem ist, ich kann ja nichts kaufen hier. Das ist mein Problem. Geschäft. Muss ich erstmal abbrechen. Ja, nicht anders. Ja, keine Kohle dafür. Ja. So, besorgen. 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 Filter. PR plus. PR minus. Und Chlorflasche. Yo! Okay, Physik ist da. So, der Rülpser schmeckt gerade so ein bisschen nach asiatischen Gurkensalat. Filter. Da oben. Alles klar. Oder? Thermometer. So, mit dem Quietsch-Engine. Das wird den Typen gefallen, glaube ich. So, Messgerät. Legen wir hier rein. So. Kercher. Machen wir oben rein. Schraubenzieher zu stechen. So, dann haben wir das alles. War ich alles, was wir brauchen? Das haben wir alles, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Das haben wir alles da. Jetzt kommen wir ins Spiel. Jetzt sind wir da. Jetzt passt das. So. Das sieht ja lecker aus. Also müssen wir erstmal die Fische rausholen. Erstmal Fische fangen. Chris, ich brauche deine Hilfe. Zack. Dann drin. Ach, ich lasse auf Wasser ohne Fische raus. Zack. Oh Gott, ich kann nicht grabben. Egal. Zack. Ein Kollateralschaden, würde ich sagen, oder? Wo ist denn? Amen, du Scheiße. Der wird auch Piranhas. Hab dich, du Scheißvieh. Oh, alle gerettet. Kein Tier musste sterben. So. Wir können mit einem guten Gewissen weiterspielen. So. Wo haben wir denn hier? Neben sind den Pool. Bestimmt hier, oder? Ne? War bestimmt in der E-Mail-Code drin. E-Mail. Der Code für unsere Rohrbox ist 5532. Bei einer Anweisung, Becken zu entleeren, bestätigen Sie den roten Hebel. Zum Nachfüllen drehen Sie das rote Ventil und bewegen Sie den blauen Hebel. Wasser fließen. 5532. Warte mal. So, denken Sie daran, den Filter auszutauschen. Der Code für die Rohrbox ist 5532. Haben wir. So, dieses Rohrsystem ist ziemlich kompliziert, daher hier einige Anweisungen, um das Becken zu entleeren. Bestätigen Sie den roten Hebel. Betätigen Sie den roten Hebel. Zum Nachfüllen, okay, der rote Hebel. Haben wir doch. So. So. Das haben wir, das haben wir. Dann geht das los, ja. Erstmal hier ein bisschen oben am Rand lang, damit wir das alles schön haben. So. Kennt ihr das? Das ist so ein richtiges Nervenspiel. Ist die Nerven einfach beruhigt.
Tja. Gute Frage, was ich für eine Party geschmissen habe. Na, jetzt gemein würde ich sagen, auf einer, die du nicht eingeladen warst, aber. Das war ich hier nicht. So. Lass mal mit dem Beckenrand hier ein bisschen sauber. Dass wir den sauber haben. Und dann gehen wir rein. So. Dann, welches denn? Hausflipper? Also sag, schreib's mir. Ich guck mal meine Steam-Bibliothek, ob ich's schon habe. Ach, Crime Scenes Cleaner. Ja. Tatortreiniger. Kenn ich. Hm? Also so kleine Indie-Spiele, immer gut. Finde ich halt zum Quatschen. Ja? Gerade wenn man mal wieder streamt. Auf entspannt. Ja. Wenn wir jetzt COD oder so spielen im Multiplayer, da ist ja immer wenig mit Quatsch mit der Community. So, man kann sich unterhalten. Ja, ganz halt mir am Überlegen, ob ich mir das neue Rollercoaster hole. Ja. Das Rollercoaster 2. Ja. Oh ja, war das 2er. Jetzt rausgekommen ist. Schon die ganze Zeit überlegen. Wir sind ja auch die Reviews ein bisschen gemischt. Oh, Planet Coaster, genau. Bei 2. Genau. Das war's. Mal nachfüllen. Ja, von den Videos her, aber ich habe mir mal ein paar Streams angeguckt und da sah es doch sehr, sehr langweilig aus, wenn ich ehrlich bin. Meine, ich komme noch aus der Zeit vom Planet Coaster. Nicht Planet Coaster. Toll. Nein, wie hieß es? Rollercoaster Tycoon. Aus der Zeit komme ich noch. Das ist halt. Ja, es ist ähnlich, aber es ist nicht dasselbe. Ja. Wieder. Und das ist halt nicht dasselbe. Ja, du hast hier mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Aber ich bin halt jemand, ich bin bei solchen Spielen bin ich einfach nicht detailverliebt genug. Oh Mann, ey. Setz dir den Filter in den Pult. Okay. Sieht gut aus, oder? Und auf Schicki sauber gemacht. Doch. So, was in den Filter? Hier. So, wer kennt den Code noch? Ja. In der bestehen die roten Hebel zum Nachfüllen, drehen sie den roten Ventil und bewegen sie den blauen Hebel. Wenn der Filter korrekt ausgetauscht wurde, sollte sauber finden. Nur, dass das aktuelle Wasser etwas nicht stimmt. Vielleicht stimmt der pH-Wert nicht und denken wir haben sie passende Temperaturen für unsere Freizeit. 30 bis 35 Grad. Wie wechsle ich den aus? Habe ich das in der Hand? Ah, okay. So, der alte Filter. Aber ich kann zwei Sachen hier. Jetzt. So. Doch verliert, der hat kein gutes Blut. Auf dem Boden liegen, sieht der Controller zuckern zu. Sagt, ihr habt es leicht, ich hab die Schnauze voll, es reicht. Fehler schiebt er auf die Hardware, auf die Technik. Doch die Wahrheit liegt woanders, das ist keine Kriegstaktik. Warte, sucht die Leertaste, während er fällt. Der Boden kommt schnell, doch er hat keine Wahl, er bleibt auf und zerschellt. War so ein Patte, du verlierst im Battle. Dein Aim ist schwach, du stehst in der Battle. Gegner lachen, wenn du in Gulag gehst. Auf den Boden der Tatsachen, du verstehst. Also eine Scheiße. Mann, ja. 20 Grad. Oh Gott. Ah, nee, jetzt. pH muss ein bisschen höher. Also muss ich pH plus nehmen. So, auf jeden Fall nach vier. Hat gar nicht gereicht. So. Messen wir nochmal nach. Super. Temperatur mit dem Thermometer und suchen Sie dann Bedarf für ein Heizgerät, auch wenn Sie ihn, sobald Temperatur gut ist. Das mache ich auch. So. Chlortabletten. 55, 32. Emotional damage. Ach scheiße, ich hab abgelassen, ne? Nein. Jetzt hast du mich hier jetzt. Wo kann ich hier Chlor reinmachen? Hier oben ins Becken rein bei den Piranhas. Vielen Dank für die Zibits. Achso, ich habe ja flüssiges Chlorbein. So, der Chlor kann auch rein.
Hm. Auch doof gewesen. Ja, das sollte reichen. Das verwässert sich noch. So, sind wir hoch. Mal. Ein bisschen PA hoch können wir noch machen. So. Wenn ich zwei Sachen jetzt. Für die 60 Bits. Ja, optimal. Optimal. So. Unser Thermometer. 20 Grad immer noch. Wärmer, ne? Okay. Decke das Geheimnis. Was für ein Geheimnis? Was der Piranhas hat? Da oben, vor allem verbissen. Ja. Muss da irgendwo einer sein. Nee. Und jetzt? Haben wir schon aktiviert. Vielen Dank für die ganzen Bits, Leute. Danke für die Support, Alter. Küsschen aufs Nüsschen. Vielen Dank für die Rosen. Vielen Dank, Juli, von dir. Wir gehen zu singen hier. Wo ist noch so ein Knöpfchen? Knöpfchen. Den haben wir drin. Den haben wir noch nicht drin. Jetzt ist die Tür aufgegangen. Sie haben Aufgabe erledigt. Okay, das sind Goldbarren. Vollständigen. Gut, dass wir den einzigen, der mein Rätsel gelöst hat, oder ob der den Pool gereinigt hat. Mhm. Weitermachen. Haben wir den Pool sauber? So. Wo ist die Decke? Geschäft. Mit der Lämme. Brauchen wir? Nein, brauchen wir nicht. Müll sauber, bitte. So, jetzt wollen wir erstmal bei den komischen Typen. Sebastian Schall. Sebastian ist Besitzer einer Sportanlage in der Siedlung. Müllbeutel, leider. Da wird es wahrscheinlich mit Blut sein. Brauchen wir hier? Brauchen wir auch einen Eimer? Müssen wir nur einen Eimer holen. Okay. Machen wir erstmal hier. Geschäft. Metalleimer. Eimer. So. Wo muss noch Metalleimer? Wo wir was können. So. Dann. E-Mail. Tommy Quarker. Fangen wir mal wieder zu Tommy. Gucken, was der da wieder angerichtet hat. Weiß ich nämlich nicht. Ist er schon wieder? Soll ich die jetzt wirklich nach Farben sortieren? Digga. Fick mein Leben. Ist hier Multiplayer? Ich kaufe das irgendjemandem. Das Spiel, ich schwöre euch. Das Spiel Multiplayer? Nein, Einzelspieler. Verdammt. Ich schwör's euch, ich hätte jetzt gleich verlost. Ich schwör's dir, ist so wieder. Ganz komischer Typ, Alter. Du Kuren. Ich würde jedes einzelne Vieh in den Rachen stopfen. Ich schwör's euch. Ja, meine Freunde, macht euch einen Kaffee, das dauert. Ich schwör's dir. Warum? Ach komm, Alter, ist mir zu blöde. Ohne Witz. Die Scheiße. Haben eigentlich über die Tatortreinigung hier. Ist doch sowieso. So, dann kaufen wir lieber hier die UV-Lampe. Die Müllbeutel. $1 haben wir noch. Was müssten genau die beiden Sachen sein, ne, die uns jetzt noch gefehlt haben? Oh, Müllbeutel. Da. So. Jetzt haben wir halt für den Auftrag eigentlich alles zusammen. Ne? Mord Teil 1. Filter. Ja, haben wir. Na dann, haben wir doch die Tatortreiniger. Alter. Mail, ich brauche Hilfe, Bruder. Ich habe einen Unfall mit meinem Schwimmbad. Ganze Gegend mit Lupen bedeckt. Darüber hinaus sind Polizeimittlungen eingeleitet und suchen unseren Gegensteinpool nach Beweisen. Um mich zu sein, diese Polizei kooperiert anscheinend. Was ich damit mache, überlasse ich Ihnen. Speicher lautet 3960. Merkt euch 3960. Das Handbuch befindet sich im Inneren und denken Sie noch nicht mehr, wird dem Motor das Wasser zu überprüfen. 25 Grad.
39,60. Blau. Erstens. Eins. Zwei. Drei. Hat funktioniert. Alter. Das wird eine Arbeit. Ich muss nachher die Beweisstücke vernichten wahrscheinlich, ne? Oh. Haben wir da was für den? Für den Scheißer. Schmutz ist schon halt entfernen. Mhm. Das wird lustig. USB-Stick, alles. So, alles mit Chlor reinigen. Obwohl auch Chlor die Blutspritzer nicht ungeschehen macht. Auch eine gereinigte Fläche mit Chlor lässt bestimmt Chemikalien im Blut wieder erscheinen. So. Wäre machen im Blut weg, Chef. Komm mir vor, wie dieser Tatortreiniger aus John Wick, Leute. Und den Goldmützen bezahlt, so der Kleine, wo er sagt, so, war mir einfach mit johnmelodini.info.gmail.com. Gut, da könnt ihr mal eine E-Mail hinschreiben. Nach dem Clip davon, mit Pause. Ach. Hilfe. Alles voller Blut, Junge. Aber was haben die hier angestellt? Der Dojo. Was sieht ja aus hier? Bei den Hempels unterm Sofa. Oh, du willst mal den ganzen Blutspritzer hier vorne weg. Wir machen erstmal den Bereich sauber, durch die Mülltüte holen. Alles hier wegschmeißen. Und hier einmal? Nein, okay, ich verstehe. Papierparty ist wirklich so, oder? Wir machen erstmal hier ein bisschen sauber. Den legen wir ab. Sammeln jetzt erstmal ein bisschen Müll. Hallo. Kann ich die nicht weg, wo das ist? So. Wir brauchen noch eine alte Zahnbürste von euch. Bitte melden in den Chat. Danke. Das wird Zigarettenstummel, Alter. Das muss ja ein Oschi gewesen sein. Naja, das ist bestimmt irgendein Hinweis oder sowas. Wie groß die Zigarettenstummel sind. Das sind so eine Oschis. Mit Zigarrengröße. Und dann haben wir da ein Schmuddelmagazin. Ja, Fotonews. Also nein. So. Hier haben wir einen Ausweis von jemandem. Interessiert uns nicht. Wir sind keine Polizei. Zack. Kommt mit Absicht in die Tonne. Hat sein Beweismittel ganz schnell verschwinden lassen. Kaputtes Smartphone. Brauchen wir nicht mehr. Radio können wir nicht einsammeln. Ohoho, da kommt das Messer zum Vorschein. So, der Mülleimer war voll. Die ersten Beweismittel sind vernichtet. Packen wir auch mal weg, ne? Besser ist es, würde ich sagen. Das Messer, mit dem das Ganze hier angerichtet wurde. Und wie gesagt, Melodian, was? molendini.info@gmail.com Warehouse Construction Site. Ist ja Bescheid. Kannst auch den Metalleimer nutzen dafür. Ach, leck mich, das sagst du jetzt? Dass ich die Hälfte schon fertig habe? Bist eine sehr große Hilfe, bist du. Geht wirklich. What? So. Was haben wir das noch? Moin. Kommen wir da hinten. Kann ich das hier entlernen? Und die Ecke hat noch einen Gegenstand. So, die kann ich also nicht wegschmeißen. Schade. Hier sieht erstmal gut aus. Sieht erstmal gut aus, sauber aus. Auch gut aus. Mal die anderen Spinte durch. Da unten Mist noch drin liegt. Und den mal. So durch. Keine Mordwaffe drin. Passt also. So. Machen wir hier noch den Müll ein. Ach, guck mal hier. Zack, zack. Auch immer hier ein Taschenrechner liegt. Ich will es auch gar nicht wissen. Ja, wie schön. Schreibt mal eure Vermutung. Warum liegt da ein Taschenrechner?
So, Müll ist weg. So. Zack, Kante hier sauber. Wir arbeiten von oben nach unten. Zack, 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 zack. Nein, so geht's. So. Jetzt hat er zumindest richtig funktioniert. Zweimal kurz mit dem Lag. Aber egal. Blauer Junge, mein lieber, vielen lieben Dank für den verschenkten Sub an Grau Eminenz, also an Gorki. Vielen lieben Dank für den Support, Digi. Dankeschön, Dankeschön. Und 100 bezahlt auch nochmal hinterher. Wir sind leer, wir müssen nachfüllen gehen. Vielen lieben Dank nochmal. So. Wir brauchen einen so einen Hochdruckreiniger, am besten so, wo man die Düse einstellen kann. Wie bei. Das war nicht House Flipper, das war dieses andere Cleaning-Spiel. Oh. Frag mich mal, wie das hieß. Wird's warm unter der Decke. So, so, voll. Naja. So, jetzt kann ich ihn benutzen. Mach mal die Treppen sauber hier. Einmal hoch rüber, links, rechts und dann einmal hoch runter. Fast sauber hier, das Ding. Oh, läuft das hier. Links, rechts, schön von links nach rechts. Aber alles schön sauber. Oh, hier noch ein bisschen in die Ecken. Gehen wir noch. Und dann schauen wir mal. Da ist noch ein bisschen. Die Wand hier fertig. So. So ein richtiges Spannungsspiel. Nicht viel machen, nicht viel denken, einfach machen. Kostet momentan 10er, Leute. Das Team, wie ich gesehen habe. Ich habe für uns noch im Angebot dank Karin. Lass mich mal kurz gucken. Snowplowing Simulator. Da müssen wir Schnee räumen und so. Genauso, genau dasselbe eigentlich. Da müssen wir Schnee räumen. Aber mit Auto und so, ganz cool. Auch wieder. Und dann haben wir noch heute bekommen den Forest Ranger Simulator. Ja. Frag mich nicht, was der Typ hier vor dem Greenscreen macht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht. Bin überfragt. Ja, alle. Ich hoffe doch, dass ich mir den kaufen kann. Gucken, ob es den überhaupt gibt. Fängt das Spiel schon wieder an. Boah. Wollen wir. Klein. Ich hab da bei Mitchell die Ideen reingepackt. Ah, okay. So was, okay. Kleine Fliege hier. Nervt mich. Fuck mich nicht ab. So kalt draußen, wo kommst du? So. Let's go. Nein, Peter, du warst hier 40 Bits. Mach ich hier wirklich in die Biotonne. Ah. Das wollte ich auch haben. Gut. Okay. Hm. Ich schalte alle aus, Alter. Danke für die 30 Bits. Ich bin jeden Cent dankbar, weil alles, was irgendwie bei Twitch reinkommt, fließt schon mal in die neue Urlaubskasse für nächstes Jahr. Weil wir nächstes Jahr genau um diese Uhrzeit wegfliegen wollen. Hm? Der gute Chill Gaming ist hoffentlich auch dabei. Vergessen? So, da hinten. Was er das Essen ausgibt. Ja, genau. Also geplant ist ja jetzt theoretisch, ja, dass wir jetzt so fliegen oder jetzt schon da sind. In einem Jahr. Das ist der Plan. Wenn nicht schief geht, genau. Ich hoffe nicht. Ja. Ich hoffe nicht, dass da einfach schief geht. Was habe ich denn vergessen? Bleibt 1%. Ölpumpe. Okay. Also ich habe schon Urlaub eingereicht für nächstes Jahr. Gehst du Wasser in den Pool? So. Als ersten Step. Drehen wir auf. 2.
3. So, 20 Grad, ne? Wie funktioniert das nicht? Super runter. Ja, Wert super. Super, super. Ja. Warten, bis voll ist, weil das kann sich immer noch ein bisschen ändern. Das kann ich nicht wegschmeißen, weil dieser pH-Wert nehme ich wieder mal ein Stückchen runter. Nur, was da jetzt reinkommt. Das ist ja natürlich perfekt. Und alle gehen so langsam schlafen oben, ne? Alle hauen sie ab. Wo ist die Temperatur mit dem Thermometer? 27 Grad. Aber es sieht gut aus. Sollen wir nur ein bisschen Chlor noch gleich reinpacken? Gut, 27 Grad. Ne, 25 haben wir. Wir müssen noch ein bisschen heizen. Dann passt das. So. Nehmen den mal mit. Und ein bisschen Chlor. Warte. Ah, das sieht ja gut aus. Perfekte Bodo. Ich sag, Aufgabe, prüfen Sie 25, 96, 27. Entfernen Sie Flecken rund um den Pool. Flecken und so mehr Flecken, oder? Wir haben doch alles. Ist alles sauber. Schalte mal wieder zu. Was vergessen? Ah, blockieren Sie unter all dem Müll die richtigen Beweise für das Verbrechen. Verbleiben 6. Wir sind hier fertig, würde ich sagen. Also. Jetzt kann ja so, dass ich noch Tatortarbeit machen muss, ne? Also. Meine sehr geehrten Damen und Herren. So haben wir jetzt nicht gerechnet. Nö. Schau mal. Das passt auch. Vielen lieben Dank. So. Kann ja schon sein, dass das Messer auf dem Weg meiner Feuer sein müssen. Langer Tipp, natürlich, wenn wirklich das Erreichen schwer zu wenig erstellen. Standard hoch, normale Standard. Oh, aber hier. Neu. Okay. Hm. Hotel 2. Zum Mitnehmen, was gut versteht, wird Rätsel nicht lösen können. Sag jetzt nicht. Das ist nicht abgeschlossen, deswegen. Ey, ich hab das Messer und so weggeschmissen. Och nö. Komm. Nicht normal. Das ist ja Kacke. Das ist doof. Das ist jetzt echt dämlich. Das ist wirklich doof. So, dann probieren wir jetzt, würde ich sagen, mal das andere Spiel aus. Jetzt haben wir, wie lange haben wir das Spiel jetzt? Eine anderthalb Stunde, das passt doch. Ja, also zurück gibt es nicht mehr. Ich glaube, ihr habt einen guten Eindruck davon bekommen, vom Pool Cleaning Simulator. Ja. Kostet momentan bei Steam. Gibt es den für 10,26 €. 35% Rabatt im Sale. Könnt auch hier eine Demo runterladen, könnt eine Runde spielen, wenn ihr Bock habt. Ja. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal auf Snow Planning. Installieren wir mal. Und wechseln hier schon mal durch.